Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind letzte Episode richtig gut in die Saison gekommen mit einem Sieg gegen den FC Schalke 04 und wollen heute fortsetzen, in der Liga zumindest das Positive. Und das wollen wir natürlich tun mit unserer Startaufstellung, die momentan so aussieht, allerdings sich ein bisschen verändern wird. Momentan läuft es bei Hannover in Realität nicht so gut gegen Stuttgart, dummerweise nur ein 1:1 und deswegen werden wir jetzt ein bisschen umstellen. Und zwar werden wir Bernat erstmals in die Startelf holen. Wen wir nicht in die Startelf holen werden, ist Pereira, der bleibt erstmal draußen. Bellerin kommt aber, glaube ich, erstmal auf die Bank. Die Frage ist nur, für wen? Ich weiß es noch nicht so wirklich. Ich glaube, für Prip. Bin mir aber nicht sicher. Weil Kiyotake, wir bräuchten eigentlich einen Sechser. Aber der ist eher... Ich glaube, Prip kann es einfach mal rausnehmen erstmal und Bellerin dann drin lassen. Und wen stellen wir da auf der Sechs? Das ist eine gute Frage. Andrösen ist schwer. Stindl könnte man auf die Sechs stellen. Ich weiß nicht, Kiyotake wäre vielleicht keine schlechte Idee, weil da hätten wir Standards, wenn wir sowieso schon unseren Standardschützen raus haben. Machen wir einfach mal so. Marcelo kriegt seinen ersten Einsatz. Ich bin übrigens ein bisschen heiser, ich war ja im Stadion. Schlaudraff kommt auf rechts für Jimmy. Und vorne drin lassen wir José Luma starten für Jakunin. Das heißt, wir rotieren ein bisschen durch, wollen ein bisschen mehr Kopfballstärke vorne drin haben. Haben einen relativ guten Flankenspieler, der auch schnell so ein Forster-Skills hat. Und auf der anderen Seite auch so. Und ich denke mal, damit wird das ganz gut funktionieren. Dazu noch einen sehr guten Standardschützen, der, ja, variabel einsetzbar theoretisch ist. Ein Sechser noch auf der Bank quasi mit Sané, der zumindest auf der Sechs spielen kann. Ich sag mal, jetzt drei Außenverteidiger auf der Bank, was nicht so sinnvoll ist. Deswegen nehme ich ja lieber Andreasen mit. Ich glaube, ich nehme Andreasen mit, ja. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die erste Partie. Entschuldigt für meine Stimme und bis gleich. Das freundschaftliche Nordderby stand an zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 in der HDI Arena und die Roten wollten den Trend, den positiven Trend nach dem 1:0 zum Saisonauftrag zu Hause ebenfalls gegen den FC Schalke 04 fortsetzen und gegen den großen HSV irgendwie Punkte mitnehmen. Im Idealfall natürlich 3 Trainer MGT, deswegen mit der gleichen Elf wie gegen den FC Schalke 04, nur einige punktuelle Veränderungen, die Formation allerdings bzw. das System exakt das gleiche. Die Choreografie der Fans äußerst schön, sehr sehr schmuckhaft und auf der anderen Seite führt Heiko Westermann eine Mannschaft auf dem Platz, die, naja, an sich sehr viel Potenzial hatte. Ob sie das umsetzen konnte, das war natürlich die große Frage. Wir schauen uns natürlich erstmal hier die Choreografie an von den 96-Fans und kommen dann direkt zur Aufstellung von Hannover 96, nachdem wir hier nochmal bewundern, dass Raphael van der Vaart tatsächlich in der Startaufstellung des Hamburger SVs stand. Das hätte man nicht erwartet, aber er stand neben Valon Berami auf der Doppel-6. Bei Hannover 96 im Tor natürlich Ron-Robert Zieler, davor Albonos, Hoffmann, Barcelo und Bernat auf der 6, dann Schmiedebach und dann kommen wir mit Kiyotake zu einem offensiveren Mann, der ebenfalls auf der 6 spielte. Bittencourt, Stindl, Schlaudraff und José Lu bildeten die Offensivabteilung. Kiyotake vor allem für die Standards in der Mannschaft und dementsprechend wollte man also über Ecken und Freistöße kommen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Raphael van der Vaart für die Standards zuständig. Im Tor Adler, Diekmeyer, Kleber, Westermann, Ostrzalek davor. Dann van der Vaart in der Defensivabteilung zusammen mit Valon Berami, Højbi, Müller, Jiracek und Olic bildeten beim HSV, dem großen HSV, die Offensive. Man muss es ja dazu sagen, mittlerweile zwar Hannover erfolgreicher, allerdings immer noch der kleine HSV. Wir springen in die erste Szene der Partie und die hatte der große HSV. Olic mit dem Ballgewinn, macht das da klasse mit der Hacke jetzt wieder auf Luis Højbi, der Deutsch-Engländer mit dem Ball auf Nikolai Müller und der versucht es mit dem Schuss, aber kein Problem für Ron-Robert Zieler, der Weltmeister, bisher noch ohne Gegentor in der Saison. Dann kam mal die erste Offensivaktion von Hannover 96, ein Foul von Jiracek auf der Außenbahn gegen Bittencourt, der sich da furchtbar aufregt und es gibt den Freistoß für die Roten, der wird reingebracht von Hiroshi Kiyotake, der kann ja Freistöße und dann, naja, rückt die Mauer ein bisschen nach vorne, das Freistoßspray nicht benutzt und dementsprechend muss man sich darüber nicht wundern, sie wurden zurückbeordert, nochmal Kiyotake mit der Chance, den Freistoß in die Mitte zu bringen und da haben sie kopfballstarke Spieler und im Endeffekt steht da Stindl mit dem Kopfball, aber übers Tor von René Adler, deswegen bleibt es weiterhin beim 0:0 und weiter ging's mit Offensivaktionen von Hannover, 42. Minute schon, Schlaudraff mit der Flanke in die Mitte, da ist José Lu, Fehler von Adler, der Ball kommt nochmal zu, ja, Kiyotake und der auf José Lu nochmal im Endeffekt abgeblockt und es blieb beim 0:0, sehr, sehr unterklassige Partie, wenige Chancen und wenn dann auf Seiten von Hannover 96 der Ball auf Schlaudraff von José Lu und der macht es direkt und wieder ist Adler, da hält seine Mannschaft hier im Spiel, es bleibt beim 0:0, es war die letzte Aktion vor der Pause, also 0:0 im Nordderby. Bessere Chancen auf Seiten von Hannover. Hamburg noch nicht so wirklich in der Offensive, aber das kann dann noch kommen im zweiten Durchgang. Bernat ging vom Platz, ohne wirklich auffällig gewesen zu sein, die Leica vom FC Bayern München und auch Van der Vaart hatte bisher keine aktiven Akzente setzen können. Mal sehen, wie das in der zweiten Halbzeit werden sollte. Springen wir rein in die erste Szene und die hatte natürlich der Hamburger Sportverein.
Olic mit der Chance. Aber Zieler ist da. Er wurde übrigens unterstützt mittlerweile von einem Ivo Iličević, der für Jiracek kam. Auf der anderen Seite kam Jakunan für Schlaudraff. Und dann kam Hector Bellerin für Albornoz. Und das war der erste Einsatz des jungen Spaniers, der Leihgabe vom FC Arsenal. Der sollte hier mal die ersten Minuten sammeln und mit seinem Tempo auf der rechten Außenbahn vielleicht nochmal für Gefahr sorgen. Und ob das Ganze geklappt hat, sehen wir jetzt in dieser Szene. Die nämlich ein Kopfball ist für den Hamburger Sportverein. Dementsprechend hat es wohl eher nicht geklappt. Aus Scholek mit dem Ball auf Müller. Die Flanke in die Mitte, da ist Olic, die größte Chance der Partie am Tor vorbei von Ronno Bacila, der weiter gegen torlos bleibt. Und dann kam die letzte Szene der Partie über José Lu. Der Ball auf Jakunan, der nochmal allein auf weiter Flur, kann sich da durchsetzen mit seinem Tempo gegen Westermann. Und im Endeffekt scheitert er doch an der Grätsche des ehemaligen Nationalspielers. Und das war es dann fast schon aus der Partie. Eine Szene haben wir allerdings noch und die entstand im Anschluss an diese Szene. Berami geht durchs Mittelfeld und dann die klasse Grätsche von Marcelo, erobert sich den Ball. Der Ball auf Stindl, totaler Angriff bei Hannover 96. Alle rannten mit nach vorne und wollten hier das Tor schießen. José Lu auf Hiroshi Kiyotake, der ja letztlich ein bisschen Zeit da, muss über außen gehen, weil sich niemand freiläuft. Macht das an sich gut. In der Mitte stehen jetzt ein paar große Spieler, unter anderem José Lu. Die Flanke kommt aber auf Jakunan und dann mit Sprungkraft. Das Kopfballtor gegen Schalke hat er erzielt. Hier schafft er es nicht. Es blieb beim 0:0 im Nordderby. Kein besonders hochklassiges Spiel, aber ein Punkt, mit dem beide sicher besser leben können als mit 0 Punkten. 0:0 ist kein schönes Ergebnis im zweiten Spiel für MGT. Kein schönes Ergebnis für die Fans, aber ein gutes Ergebnis für die Tabelle. So, das war nicht so ganz ideal, aber bisher läuft es irgendwie genauso wie am Saisonstart, mit dem Unterschied, dass wir eigentlich erst am dritten Spiel gegen Hamburg gespielt haben und nicht am zweiten. Das haben die hier irgendwie durcheinander gebracht, denn jetzt spielen wir gegen Mainz und gegen die haben wir eigentlich am zweiten Spiel gespielt. Das weiß ich, weil ich da auf Mallorca war, aber allgemein ist das ein bisschen komisch hier in FIFA. Aber was soll's, wir haben 0:0 gespielt, das war nicht besonders berauschend, das geht auf jeden Fall besser und muss jetzt auch besser werden gegen Mainz. Wir müssen nochmal schauen, vielleicht müssen wir irgendwie nochmal was machen in der Offensive, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, wir haben... ja, nicht so die Option. Gaia, ja, brauchen wir nicht. CC, Valera, Roberto Baral, Wellington, Tulio De Melo, nee. Zubikarei, nee. Dani Alves sowieso nicht. Grimaldo, das sind alle Spieler, die wir nicht brauchen. Michel, nee. Tarasoras, nee. Wir brauchen eventuell was Schnelles, was Spritziges. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir haben keine Zeit mehr zu scouten. Können aber auch nicht kaufen anscheinend. Caballero. Bongoda. Ne, Bongonda sogar. Ne, es ist alles nicht so doll. Was wir hier so haben. Wir gucken nochmal nach, was wir bei den anderen haben in der Bundesliga. Beispielsweise Westermann, unter anderem Rajkovic. Alle Spieler, die absolut nicht interessant sind. Vierinha vielleicht. Der Vertrag läuft aus. Wir haben wenig Geld. Wir haben wenig Geld. Und die sind unterbesetzt. Mit 5 Millionen. Das wäre ein Angebot, was wahrscheinlich viel zu niedrig ist. Aber es wäre vielleicht möglich. Wir haben offensiv nicht so einen riesigen Bedarf. Wir haben eigentlich gute Spieler, aber laufen tut's noch nicht. Laufen tut's überhaupt noch nicht. Julian Brandt, ja. Nee. Eher nicht so. Wollen wir noch Scouts? Ach, wir haben einen, den wir gar nicht eingesetzt haben, auch herrlich. Und das kurz vor dem Transfer-Deadline-Day, das ist natürlich der Wahnsinn. Ich glaube, den ziehe ich mal aus Spanien ab und schicken lieber nach Italien, würde ich fast schon sagen. Weil irgendwie bringt das nicht so wirklich was. Cavalheiro ist wahrscheinlich ausgeliehen und deswegen nicht kaufbar. Versuchen wir es in Italien, vielleicht finden wir da was Gutes. Also offensiv muss auf jeden Fall was passieren. Ich glaube, ich spiele jetzt auch mal mit einem anderen System. Albornoz ist nicht gut drauf. Dafür bekommt Pereira die Chance in der Startelf. Leider Gottes hat sich auch in der Zeit, die er hatte, der gute Bellerin nicht so gut präsentiert. Wir spielen aber mit Doppel-10 anstatt mit Doppel-6. Kiyotake geht dann... Ah, okay, Kiyotake ist nicht fit. Ich glaube, ich lasse Schlaudraff fast schon vorne. Was mache ich hier eigentlich gerade? So, Hoffmann in Innenverteidigung, so... Kiyotake geht dann raus und dafür kommt... Ja, wer kommt dafür? Das ist die Frage. Ich nehme Albornoz, glaube ich, mal raus und bringe Prip dafür. Und vorne stelle ich Jakunan auf die 10. Ich glaube, das müsste eine Position sein, die der spielen kann, oder? Nee, aber Schlaudraff kann sie. Ich glaube, das müsste eine ganz vernünftige Aufstellung sein. Ich glaube, mit der können wir bestehen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Gegen Mainz natürlich eine schwierige Aufgabe auswärts, aber die Möglichkeit ist da. Wir wollen es natürlich schaffen und ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich.
4 Punkte aus den ersten 2 Spielen ist eine gute Statistik für Trainer MGT und der Neuling wollte heute in der Kofas Arena gegen den FSV Mainz 05 die nächsten 3 Punkte einfahren. Das gleiche wollte allerdings auch Trainer Neuling Kaspar Hjulmann auf Seiten vom FSV Mainz 05 und die Zuschauer waren äußerst zuversichtlich, dass das Ganze hier zu Hause vor heimischem Publikum klappen sollte. Schöne Choreografie der Fans vor dem Spielbeginn, aber auch viele Hannover 96 Fans waren mitgereist in die Kofas Arena, um ihre Mannschaft zu unterstützen und im Idealfall siegen zu sehen gegen die Mainzer. Wir schauen auf die Aufstellung des FSV Mainz 05. Karius, Prosinski, Bell und Bungert zusammen mit Ho in der Verteidigung. Davor dann auf der Doppel-6 Geis und Baumgartlinger. Vorne Kuja, Scholl, die Blase ist der Neuzugang, Hofmann und Okazaki in der Sturmspitze. Das heißt, eine sehr, sehr starke Aufstellung an sich. Nicht in die Euroleague haben sie es geschafft. Allerdings ist das nicht so schlimm, denn so können sie sich auf die Liga konzentrieren und eventuell heute die ersten 3 Punkte gegen Hannover 96 mitnehmen. Bei denen eine etwas veränderte Startaufstellung. 4-5-1 anstelle von 4-2-3-1. Zieler im Tor, davor Pereira, Hoffmann, Marcelo und Bernat in der Verteidigung. Schmiedebach alleine auf der 6. Jakunan, Bittencourt auf den Außen. Vorne zentral Stindl und Schlaudraff zusammen mit Rosselu. Der sollte natürlich die Tore schießen. Jakunan, Schlaudraff, Bittencourt und Stindl alle offensiv ausgerichtet, sollten die vorbereiten und wir schauen einfach mal rein, wie das Ganze funktioniert hat in dieser Partie. Naja, es war auf jeden Fall spannend. Johannes Geis war ein Interessent bei Hannover 96, beziehungsweise war ein Interessenobjekt, allerdings kam er nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der blieb bei Hannover 95, hat sogar seinen Vertrag verlängert und Ziele auf der anderen Seite bisher der Weltmeister noch ohne Gegentor. Wir schauen rein, wie das Ganze gelaufen ist gegen Mainz 05. Baumgartlinger in der 14. Minute mit dem Ball hier auf Okazaki und der Japaner, der zieht einfach mal ab. Aber am Tor vorbei von Ronova Zieler, der da nicht eingreifen muss, wäre wohl auch da gewesen. Und das war's dann mit Herrlichkeit bei Mainz 05. Die Blase ist mit dem Hackespitze 1-2-3 Ballverlust gegen Schlaudraff im Mittelfeld. Der spielt raus auf Bittencourt und der ist deutlich schneller als Julian Baumgartlinger, kann sich da klasse durchsetzen. Geht weiter über außen in der Mitte. Rosselu löst sich vom Gegenspieler. Die Flanke, der Kopfball hat 1-0 für Hannover 96. 19. Spielminute. Der Führungstreffer für die Roten, die heute in Schwarz gekleidet waren. Und Rosselu mit seinem ersten Treffer für Hannover 96. Das ging viel zu einfach bei den Roten, beziehungsweise in der Defensive von Mainz 05. Bittencourt mit dem schönen Lauf, keine Chance für Baumgartlinger und dann ließen sie dem Rosselu, dem Spanier, da viel zu viel Platz in der Mitte und der hat kein Problem einzunicken zum 1-0. Karius komplett chancenlos und Hannover machte genauso weiter, wie sie gegen Schalke aufgehört hatten und wollten auch direkt weiterspielen. Schlaudraff wieder mit der Balleroberung. Der Ball kommt auf Rosselu nach dem Ball von Stindl, der kriegt ihn nochmal zurück, direkt dabei auf Didier Yakunan, der Ivora zurückgekehrt aus Saudi-Arabien und das ist das 2-0. Was für ein Tor von Didier Yakunan. Yakunan, wunderbarer Schuss in die linke obere Ecke. Keine Chance wieder für Karius. Und Yakunan mit seinem ersten, beziehungsweise zweiten Saisontor sogar schon. Das erste mit dem Fuß. Wunderbar. Der schwache Linke ist halt gar nicht mal so schwach. Karius, wie gesagt, chancenlos. Wunderschönes Tor. Bewerber fürs Tor des Monats vielleicht sogar. Und 2-0 für Hannover. Mainz versuchte erst kurz vor der Halbzeit mal wieder mit einer Offensivaktion. Geis hier mit dem Ball auf Okazaki. Der nochmal zurück auf Geis. Und der schlägt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Hofmann vergibt die Riesenchance. Zieler wäre chancenlos gewesen, aber so bleibt es beim 2-0 für Hannover zur Halbzeit und beim gegentorlosen Ron-Robert Zieler bisher in dieser Saison. Das ist relativ beeindruckend. Normalerweise Hannover nicht für die Defensivstärke bekannt, aber unter MGT schien das Ganze ganz gut zu funktionieren. Also 2-0 zur Halbzeit. Mainz musste sich ins Halbzeit 2 definitiv steigern, aber ja, besser kam Hannover aus der zweiten Halbzeit. Das sehen wir hier direkt nach dem Anstoß. Schlaudraff macht das klasse gegen Baumgartlinger, ist auch schneller als der Österreicher, setzt sich weiter durch, zieht hoch auf sich und dann mit der Hacke wunderbar auf Yakunan. Der hat viel zu viel Platz, kann die perfekte Flanke schlagen. Rosselu ist da, 2-0, 3-0. Zweites Tor von Rosselu in dieser Partie. Der Spanier mit dem zweiten Kopfballtor und das ging wieder viel zu einfach in der Defensive von Mainz 05. Keiner wirklich bei Rosselu und der Spanier mit so viel Freiraum, den weiß er auf jeden Fall zu nutzen. Yakunan mit der klasse Vorarbeit und Rosselu mit seinem dritten Scorerpunkt in dieser Partie. Wieder stehen Bell und Brosinski viel zu weit weg vom Spanier. Es kam Ekin Soto für Johannes Geis nach knapp 70 Minuten. Damit wollten sie nochmal ein bisschen Offensivrang akzeptieren bzw. organisieren bei Mainz 05. Ob es was gebracht hat, sehen wir in der nächsten Situation. Freischuss für Hannover. Dementsprechend eher nicht. 73. Minute. Der Ball von Schlaudraff gespielt auf Hoffmann und der versucht es einfach mal aus der Distanz. Kein Problem für Karius, aber immerhin nochmal ein Torabschluss bei Hannover. Auf der anderen Seite gab es keinen zweiten Durchgang. Die letzte Chance der Partie nochmal für Hannover 96. Salif Sané und ja, das war's dann mit der Herrlichkeit. Es gab einen Freistoß, 90. Minute wie gesagt, letzte Chance der Partie und der Kapitän durfte ran. Lars Stindl aus knapp 26 Metern, der kann Freistöße, vielleicht das 4-0. Der Kantersieg, es bleibt beim 3-0. Kein riesiger Kantersieg, trotzdem ein relativ hoher Sieg für Hannover 96. Mainz 05 über die gesamte Spielzeit viel zu harmlos und dementsprechend verdient auch in der Höhe mit dieser Niederlage Hannover. Mit einem absoluten Aufwärtstrend, 4-0 Tore aus den ersten 3 Spielen, 7 Punkte. Wie geht's besser? Kaum auf jeden Fall für die Roten, die momentan in der Tabelle auf den internationalen Plätzen stehen. Mainz hat sich überhaupt nicht gut präsentiert im ersten Heimspiel. Die müssen sich auf jeden Fall steigern, wenn sie nicht unten drin bleiben wollen.
Jo, das lief doch wie geschnitten Brot, würde ich sagen. Wir durften jetzt gar nicht lange sehen, was die anderen Ergebnisse waren. Das wurde einfach weg. Es gibt aber Gladbach gegen Freiburg gewonnen. Und ja, das war doch mal ein sehr interessantes Spiel. Es läuft wirklich fast wie in der letzten Saison. Diesmal aber 3 Tore gemacht anstelle von 2 gegen Hamburg da. Ein 2-0 Sieg zu Hause und wir treffen auch noch auswärts. Also wunderbarer Sieg, auf jeden Fall eine richtig gute Leistung. Angebot, oh! Oh! Oh, oh, oh. 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 Ja, gut. Ja, gut. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt gerechnet. Der hat nämlich ein bisschen mehr Marktwert. Komm. Sorry, also für alle, die jetzt sagen, das ist nicht realistisch. Mag sein, aber wir brauchen offensive Qualität und so schlimm finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Und wir wollen den Verein nach oben bringen und ich glaube, in dem Vierinja läuft das ganz gut. Das überrascht mich allerdings wirklich, dass die den jetzt so easy peasy lemon squeezy haben gehen lassen. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. So ist es nicht. Ich habe gesagt, wir müssen die Offensive verstärken. Und Vierinja ist zudem noch ein Allrounder, zumindest war erstmal. Müssen wir gerade mal nachgucken, ob er es denn immer noch ist. Ja, mehr oder weniger. Er kann ERV spielen, ich dachte eigentlich eher ein Zehner, aber von mir aus auch so, also so ist es nicht. Die Formation hat gut funktioniert. Ich glaube, ich werde die nächste Spiel auch mal benutzen. Wir spielen, soweit ich weiß, gegen wen spielen wir denn? Ich weiß gar nicht mehr. Hammer. Hat Hamburg, Paderborn. Ach du Scheiße, Paderborn kommt als... Was für ein Schwachsinn. Warum sollte ich einen... Ach, egal. Vollkommen egal. Wir gehen einfach weiter. Mehrere Vereine an Higuain interessiert. Sturridge bleibt bei Liverpool, zumindest nach dem, was er da sagt. Augsburg hofft, Sean Parker bald zu verpflichten oder Devante. Wie auch immer der jetzt von Mainz heißt. Es gab mal einen Sean Parker, aber es gibt auch einen Devante Parker oder sowas. Und die letzte Frist ist abgelaufen. Wir haben einen sehr interessanten Spieler verpflichtet am letzten Tag. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, beziehungsweise überhaupt nicht erwartet. Aber gut. Gerne. Ich bin echt so überrascht gerade davon, ne, das gibt's überhaupt nicht. Ich meine, das macht überhaupt, also Sinn schon, ne, aber warum nehmen die das Angebot an? Ich habe 5 Millionen für einen Spieler mit 7,5 Marktwert. Ich meine, gut, der hat nicht mehr lange Vertrag, aber trotzdem. Naja, so, wir haben hier Demarai Gray, der eigentlich ganz cool ist, aber nur weil er schnell ist, aber egal. Devante Cole ist nicht so geil. Staphylosides Status. Mal sehen. Obita, an sich auch kein schlechter. Raphael Spiegel, ne, echt ein Schweizer. Delaney, Julian Speroni und Dirk Coit, der zurückgegangen ist in die Premier League. Ich weiß nicht, ob er da jemals war, aber egal. Maximiliano Morales sind alles nicht interessante Spieler. Simone Pepe, Maxes, er auch nicht. Was haben wir noch? Ach ja, genau, Bundesliga. Capino, ja, an sich schon. Warum eigentlich nicht? Schwebehorn, Matuschik, sonst haben wir nichts Neues zu tun. Also, wir haben an sich interessante Spieler auf der Awards-Liste, wir haben an sich interessante Spieler im Kader. Ich glaube, wir können auf eine interessante Saison gucken. Vor allem, ich bin relativ zufrieden, wir stehen bis jetzt echt gut da und gegen Paderborn sollte der nächste Sieg drin sein, in der Theorie zumindest. Mögliche Nationaltrainerposten und wir haben ein paar neue Spieler bekommen aus England und Italien anscheinend auch. Oh, Dybala wäre so ein Traum, ne? Ich hätte ihn so gerne. So ein Monster von einem Spieler. Ja, vielleicht ein bisschen unrealistisch für den Karrieremodus mit Crystal Palace leider, aber das wäre so ein geiler Spieler. Jordan Ibe. Beobachten wir mal, ich weiß gar nicht, was er für ein Potenzial hat. Kuzcak haben wir hier noch, Taylor. Nichts zu interessantes. Deutschland immer noch die gleichen, nehme ich an. Yep. Auch nichts Neues dazugekommen. Und dann schauen wir mal. Startaufstellung. Wir werden. Andreasen ist gesunken. Hammer. Rotiren. Naja, was heißt rotieren? Ich glaube, ich packe mal Prip rein. Ein bisschen mehr Kopfballstärke. Vierinha nicht zu seinem Debüt. Das lassen wir erstmal. Eigentlich hat es mir so gut gefallen. Ich muss eigentlich nichts ändern. Ich habe jetzt zwar Schmiedebach rausgenommen und ein bisschen mit Prip rotiert, aber Schlaudorff kann eigentlich bleiben, weil der war ganz gut. Brior ist ein Einwechselspieler, Vierinha ist auch eine Option. Ansonsten haben wir auch noch ein paar Optionen. Ja, machen wir so. Alles klar, nächstes Spiel gegen den SC Paderborn. Ab geht der Fisch.
Der SC Paderborn war das Küken der Liga und musste heute gegen Hannover 96 dran, die richtig gut in die Saison gestartet waren und ihren positiven Trend heute fortsetzen wollten gegen ja, die Aufsteiger aus der zweiten Liga. SC Paderborn nur eine S-Bahnfahrt entfernt von der HDI Arena, dementsprechend natürlich viele Fans mitgereist aus Hannover im kleinen Stadion der Paderborner und die wollten vor heimischer Kulisse heute richtig schön Fußball spielen und im Idealfall 3 Punkte mitnehmen gegen die ach so gut gestarteten Hannoveraner. Bei den Joao Pereira zurück in der Startelf, das erste Mal in dieser Saison neben auf der anderen Seite Juan Bernat in der Startelf und wir kommen einfach mal dazu, wie die Aufstellung bei Paderborn aussah. Kruse, Wemmer, Rafa, Hünemeyer und Bertels in der Verteidigung, davor dann Bakalorte auf der 6, Rupp und Vranjic noch als 8er vor ihm, Ouali und Stoppelkamp auf den Außen und vorne in der Sturmspitze Srđan Lakić, der ehemalige Lauterer, sollte für Gefahr sorgen vor dem Tor von Ron-Robert Zieler, der bisher ja gegentorlos geblieben war in dieser Saison und das im Idealfall auch heute bleiben wollte, mit seiner Verteidigung vor ihm Pereira, Hoffmann, Marcelo und Bernat. Das sollte im Idealfall so ein bisschen die Standardaufstellung werden. Prip auf der 6, Jakuna und Bittencourt auf den Außen, vorne wieder Stindl, Schlaudraff und Hosseldu. Das heißt, keine Änderung, abgesehen davon, dass halt Prip in der Startelf stand, anstelle von Manuel Schmiedebach. Wir gehen rein in die erste Szene und es war eine Partie auf ganz niedrigem Niveau. Schlaudraff hier mit dem Ball auf ja, Jakuna, der Rückpass auf Kruse und der hat ein bisschen Probleme. Jakuna spritzt dazwischen, aber schafft es, den Ball aufs Tor zu bringen. Es bleibt beim 0:0 und erst in der 37. Minute gab es die nächste Szene. Jakuna bekommt den Ball im Mittelfeld, spielt den Ball nach vorne, Hosseldu auf Stindl und der versucht zumindest mal mit einem Schuss, wird dabei gefoult, juckt den Schiedsrichter nicht, es gibt Eckball und eventuell damit mal die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt in der Partie. Es passierte absolut nichts, wie gesagt, auch Sparflamme, beide Mannschaften agieren von dem offensiven schönen Fußball von Hannover 96, die sie gegen Mainz praktiziert hatten, nichts mehr zu sehen. Stindl mit der Ecke in die Mitte, da steht niemand so wirklich, aber immerhin Marcelo, der kommt aber nicht ran. Der Ball kommt dafür zu Bernat und der versucht direkt aus der Distanz, das war aber eher eine Flanke als ein Torschuss und die ging weit am Tor vorbei. Halbzeit 2, wir springen direkt rein, weil es keine sehenswerten Szenen in der Halbzeit 1 mehr gab. Das ist Vranjic mit der Flanke, da ist dann Rupp mal in der Mitte, kommt noch dran, es gibt dann den Abstoß und Pereira bleibt verletzt liegen, hatte sich hierbei verletzt im Zweikampf, schön aufs Bein gefallen, wird wahrscheinlich um die 8 Wochen fehlen, richtig bitter für Hannover 96, dafür kam dann aber Neuzugang Vierinha rein, man hatte sich nochmal richtig schön verstärkt vor dem Ablauf der Transferperiode und hatte den Portugiesen von Wolfsburg für nur 5 Millionen verpflichtet, weniger als Marktwert, gute Aktion von Dirk Dufner, auf einer Seite gute Aktion von Bittencourt, aber das Ball in die Mitte legen musste nicht sein in der Situation, hätte er mal lieber selber geschossen, dann hätte hier eventuell 1:0 gestanden, so blieb es beim 0:0. Vierinha versucht es dann mal tatsächlich mit dem ersten Torschuss der Partie für Hannover. Wird abgefälscht von Bertels zur Ecke, die ebenfalls in die Mitte gebracht wird von Hector Bellerin, also ebenfalls einen Neuzugang. Mal sehen, wie das Ganze laufen sollte. Eventuell ja gefährlich. Bellerin mit der Flanke, da ist Hosseldu, hat schon 2 Kopfballtore gemacht diese Saison. Diesmal wird's nichts. Es gibt sogar einen Freischuss für Paderborn. Das war auch die letzte Szene der Partie. Es blieb beim enttäuschenden 0:0 für beide Mannschaften. Es gab quasi keine Chancen, keine auf Seiten von Paderborn, nur Chancen auf Seiten von Hannover 96 und die waren nicht groß. Das heißt, die müssen sich wieder steigern im nächsten Spiel gegen Köln. Es kann nicht sein, immer der Sieg, unentschieden Sieg. So wird man nicht ins internationale Geschäft kommen. Ist zwar nicht das Ziel, aber man würde es gerne erreichen. Paderborn mit dem 0:0 noch besser zufrieden als Hannover. Eine unfassbar langweilige Partie. Das war nicht so geplant gegen Paderborn, aber ist auch nicht so schlimm. Denn immerhin sind wir weiterhin ohne Gegentor und haben so ein bisschen den Trend, ja, sag ich mal, beendet. Denn jetzt haben wir nicht mehr die gleichen Ergebnisse wie in Realität, zumindest an den Spieltagen hergeordnet, sondern sind jetzt angekommen in der Liga. Und ja, mit dem 0:0 gegen Aufsteiger. Mal sehen, wie es laufen wird jetzt unter der Woche gegen Köln. In der nächsten Episode verletzt hat sich Prip, der fällt für 6 Tage aus. Und ach du Scheiße, João Pereira, unser Rechtsverteidiger, fällt für 8 Wochen aus, heißt 2 Monate. Perfekt, dass wir da 2 Spieler haben, die den ersetzen können, und zwar Albonos und auch der gute Hector Bellerin. Deswegen war es doch kein Flop. Vierinha war auch gut, dass wir den geholt haben. Ist auch Rechtsverteidiger, theoretisch. Ich glaube, den setze ich auch direkt erstmal ein, auch wenn er die Form runter hat. Die muss er gleich wieder nach oben treiben. Und je nachdem, ob er zumindest fit ist. Und da war's das von dieser Episode. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wäre eine großartige Unterstützung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.